Wer ist, beschwert sich nochmal jemand, dass es kaum Intel-News auf meinem Kanal gibt? Hallo und willkommen zu einem neuen News-Video eures Lieblings-Montys. Ja, ich kenne die vielen Gags ja langsam zur Genüge. Montys, Ryzen, Tech und mehr, bla bla. Monty ist ein AMD- bzw. Ryzen-Fanboy. Monty ist von AMD gesponsert, bla bla bla. Aber es ist nun mal ganz einfach so gewesen, dass es in Sachen AMD nun mal viel mehr zu berichten gab in letzter Zeit. Denn ich nehme natürlich die News, wie sie kommen. Und wenn zum Beispiel Aldi plötzlich eine starke Gaming-CPU auf den Markt wirft, ja, dann werde ich darüber natürlich auch berichten. Aber bei Intel gab es halt nicht viel, außer in letzter Zeit. Da ist nämlich recht viel los. Egal ob Z390 Mainboards, Coffee Lake 8 Kerner oder so diverse Gerüchte um eine ganz bestimmte CPU, die bald erscheinen soll. Wobei das Wort soll nun gegen ein fetziges Wirt ausgetauscht wird. Und dazu hole ich nun nochmal richtig weit aus. Aber ja, das kennt ihr ja von mir. Aber nicht ganz so umfangreich wie im besagten Gerüchtevideo. Denn nur Zuschauer im montischen Alter kennen sicherlich eine Intel CPU namens 8086. Diese CPU ist nämlich der Ursprung der heutigen x86 CPU Technik. Und ob ihr es glaubt oder nicht, im Groben werkelt tatsächlich 40 Jahre alte Technik in den aktuellen Coffee Lakes und auch Ryzens. Apropos 40 Jahre, denn das ist genau das Stichwort. Nein, damit meine ich nicht mein Alter. Denn nun ist es Fakt und kein Gerücht mehr. Denn zum 40-jährigen Jubiläum des 8086 am 8.06.2018 wird Intel eine Jubiläums-CPU auf die Menschheit loslassen. Ob das nun Zufall ist, dass die aktuelle CPU-Generation mit einer 8 anfängt, man weiß es nicht. Aber er wird dann Intel Core i7-8086K heißen und trotz der niedrigeren Nomenklatur noch einen Tacken schneller sein als der 8700K. Denn das Teil ist nun schon bei diversen Händlern gelistet und gibt so auch die technischen Daten preis. Diese stimmen aber mit den Daten aus der Gerüchteküche eigentlich genau überein. Und daher recycle ich diesen Teil auch mal einfach aus dem alten Video. 4 GHz Basistakt und bis zu 5 GHz im Turbo, das ist mal eine Ansage und damit genau 300 MHz über dem Takt des 8700K. Da 5 GHz aber für eine Intel CPU auch schon verdammt ordentlich sind, wäre es natürlich ziemlich sinnvoll, wenn der 8086K statt der zahnpastamäßigen Wärmeleitpaste zwischen Die und Heatspreader mal wieder verlötet wäre. Logisch wäre es, aber ob Intel für diese CPU so einen Aufwand betreibt, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Von daher darf man sich wohl auf ziemlich hohe Temperaturen gefasst machen. Denn die eigentliche Hardware ist ja komplett identisch zum 8700K. Wer also ein gut taktendes Exemplar erwischt hat, muss sich, glaube ich, wenig über den 8086K ärgern. Wobei hier allerdings besonders gute Dice genommen werden sollen. Und die TDP bleibt auch hier bei 95 Watt. Alles gut und schön, aber was soll der Kracher denn nun kosten? Und wie erwartet ist das jetzt natürlich das große Problem. Denn so eine Geburtstags-Edition, die lässt sich Intel natürlich auch immer fürstlich bezahlen. Jedoch schwanken die Händlerpreise doch ziemlich stark. Und wie es aussieht, könnte der 8086K am Ende aber fast 500 Euro kosten, was dann im Extremfall fast 200 Euro Aufpreis zum 8700K machen würde. Das ist natürlich viel zu viel. Laut Computerbase gibt es aber ein paar kanadische Händler, die den 8086K aber nur zu 75 kanadischen Dollar an Aufpreis zum 8700K verkaufen. Und das wären dann grob 50 Euro Aufpreis. Und am Ende ist es halt wie immer und die Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen liegen. Denn nur 50 Euro, ja, das sind wohl eher zu wenig und 200 Euro viel zu viel. Und ganz offiziell gibt es das Teil dann wohl auf der Computex am 5. Juni auf einer Keynote von Intel zu sehen. Viel gespannter bin ich da aber dann natürlich, ob auch der erwartete 8-Kerner nun offiziell angekündigt wird. Bis dieser dann aber erscheint, bleibt dann der 8086K wohl die schnellste Gamer-CPU dieses großartigen Planeten. Wobei ich sagen muss, dass ich bisher auch noch gar keine anderen kennengelernt habe. Wie gesagt, dürfte der 8086K so ab dem 6. Juni 2018 zu haben sein, eventuell auch ein paar Tage später. Auch hier schwirren nämlich diverse Daten durchs Netz. Sinn ergibt aber natürlich am meisten der 6. Juni, denn da hat der 8086 nun mal 40. Geburtstag.
So, jetzt kommen wir aber natürlich wieder zu etwas völlig anderem. Denn nein, es geht jetzt nicht um Intel oder auch nicht um AMD im Kommentar des Tages, sondern es geht um mich. Tja, das muss auch mal sein. Ich muss ja auch gestehen, dass ich nicht so ganz unwichtig auf diesem Kanal bin. Der heutige Kommentar des Tages ist leider nicht so ganz frei von Rechtschreibfehlern. Daher bitte ich darum, entsprechende Kommentare doch einfach zu unterlassen. Denn der Kommentar ist trotzdem wirklich toll geschrieben und mit ein Grund, warum mir YouTube weiterhin so viel Spaß macht. Ed Monty, ich denke mal, dein Problem wegen der Reichweite kommt erst einmal durch die Tatsache, dass es viel größere wie Hardware-Deals und Co. gibt. Was aber auch nicht schlimm ist. Allerdings können diese sich alle ein Scheibchen von dir abschneiden. Trotz, dass sie größer sind, du bist um Längen sympathischer, deine Videos sind um einiges, ach Quatsch, millionenmal hochwertiger und aufwendiger produziert. Ich schaue dich gern, gerade weil du Hardware-News allgemein mit anderen Themen jenseits der Hardware mischt. Ich würde mich mal freuen, wenn Nerd-News oder Gaming-Clarks mit dir ein Video machen oder die Jungs von GameStar oder PC-Welt dich einladen zur nächsten Höllmaschine. Hoffe, dass du schnell weiter wächst und du bei deinen ersten 100k an uns denkst, wenn dein Button ankommt. Hey Jeffrey, was für ein toller Kommentar. Und besonders gefällt mir daran ja, dass es einfach kein Standardkommentar wie tolles Video oder super Kanal oder so ist. Nein, er hat wirklich einiges geschrieben. Und ja, meine Reichweite ist natürlich noch nicht so riesig. Man muss aber auch bedenken, dass ich nicht mal 3 Jahre YouTube mache und ein Hardware-Rad zum Beispiel natürlich schon viel, viel länger dabei ist. Die 100k gehe ich aber mal von aus, kommen so oder so. Die Frage ist halt nur, wann? Und an wen außer meinen Abonnenten sollte ich denn sonst denken, wenn der Button mal eintrifft? Ist doch selbstverständlich. Zur Zusammenarbeit? Ja klar, wäre es mal schön. Aber wie macht es ein korrekter YouTuber? Richtig, man lässt sich von größeren fragen. Denn niemals, niemals, nie wird ein kleinerer YouTuber Erfolg damit haben, wenn er einen größeren nach einer Zusammenarbeit fragt. Und hier bin ich eigentlich auch nahezu jedem Kanal offen gegenüber eingestellt. Okay, einen einzigen gibt es, mit dem ich auf gar keinen Fall zusammenarbeiten würde. Also jetzt im Hardware-Bereich meine ich. Und hier dürft ihr gerne mal wieder fleißig unten in den Kommentaren rumraten. Vielleicht verrate ich euch dann auch, wer es ist. Er selbst weiß es auf jeden Fall. Und nun ab zur Umfrage. Da mir einige Leute in den Kommentaren ja etwas zu meinem aktuellen Kanaldesign geschrieben hatten, fragte ich euch im letzten Newsvideo, braucht Montys Kanal ein neues Design? Und natürlich bin ich froh, dass das aktuelle Design zwar nicht bei allen, aber immerhin bei 43% ziemlich gut ankommt. Denn alles zu ändern, ja, das ist verdammt viel Arbeit und darauf habe ich nun so gar keine Lust. 19% ist das Ganze noch dazu, ziemlich egal. Und ich bin ehrlich, wenn ich meinen Kanal eh schon regelmäßig gucken würde, ja, dann wäre mir das Design auch Latte. Nur für ganz neue Zuschauer könnte ein wenig ansprechendes Design natürlich eher abschreckend sein. Aber dieses wunderschöne Gesicht in meinem Logo, das kann unmöglich abschreckend sein, oder nicht? 18% finden übrigens, dass ich zwar ein neues Design benötigen würde, beziehungsweise ja eigentlich eher mein Kanal, hoffe ich. Aber sie finden auch, dass das eigentlich zweitrangig ist. Am Ende sind es dann nur 164 Zuschauer, die sich schnellstmöglich ein Update wünschen und 156, die sich immer ein etwas schicker vorstellen könnten. Ja, und hier rufe ich dann jetzt auch mal wieder diese Zuschauer auf, mir meine Vorschläge an meine hinterlegte E-Mail-Adresse zu schicken. Und insgesamt wünschen sich also nur 27% ein neues Design. Ja, und was soll ich sagen? Das ist mir eindeutig zu wenig. Außer ich erhalte von euch wirklich ein paar richtig gute Ideen zugeschickt. Eine Idee habe ich nun auch, denn das Video neigt sich mal wieder dem Ende. Und natürlich ist es jetzt wieder Zeit, sich um die Abo- und Like-Button zu kümmern. Also draufklicken, bis der Arzt kommt. Und direkt danach könnt ihr dann ruhigen Gewissens einfach abschalten und weiter schwitzen. Ja, denn in Deutschland ist es gerade widerlich schwül und heiß. Wohl dem, der eine Klimaanlage hat. Ich leider nicht, daher bitte ich versehentliches Glänzen auf meiner ziemlich hohen Stirn zu entschuldigen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis dann.